Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, großartige Dinge erwarten uns heute, so wie immer. Vor allem werden wir mal hier die Wasserkanäle ein bisschen planen. Mal schauen, wie es mit dem Faulwasser aussieht. Ach, die Lösung funktioniert echt super. Mittlerweile haben wir auch den kleinen Bug hier gefixt, dass da unser erstes bzw. unser zweiter Distrikt hier mehr oder weniger ausgestorben ist. Also eher mehr ausgestorben. Wir waren nämlich bei 32 Bibern und ein paar Jungtieren. Jetzt haben wir nur noch, sagen wir mal 22 Biber. Und einer meldet sich fürs Arbeiten freiwillig. Wo gibt's denn sowas? Was kann der denn machen? Das ist eine hervorragende Frage. Also das Energierad nehmen wir jetzt mal weg. Fand ich nie so genial, dass da eine Biber-Arbeitskraft verbraucht wird. Strom braucht man trotzdem, aber generell würde ich die Fabrik auch ganz gern einfach woanders hinsetzen. Weiß jetzt nicht, ob das hier Sinn macht, alles abzureißen, aber das habe ich mich erst gefragt, als ich schon alles abgerissen hatte. Oder so gut wie alles, dann macht es auch keinen Unterschied mehr. So, Wasserproduktion läuft wo? Da. Und die läuft hoffentlich auch. Wir nehmen hier noch ein bisschen Wege weg. Die können ruhig laufen, während das Gebäude wegnehmen. Auf jeden Fall. Und ja, hier auch auf jeden Fall. Erstmal weg. Obwohl natürlich der Weg weitergeführt werden sollte, wenn es nach mir ging. Und zum Glück tut es das im Moment. So, dann einmal hier aber garantiert den inneren Weg weg. Ja. Weg nach hier. Wunderbar. Gibt nichts Besseres. So. Jetzt wollen wir hier ein Wasserding durchleiten. Da bin ich mir nie ganz sicher, wie viel wirklich Sinn macht. Also ob wir einen Wasserweg von 3 haben. Ach, das. Also 3 breit Wasser oder 5 breit Wasser. Ja, auf eines von beiden wird es rauslaufen. Aber wir müssen ein paar Wege erstmal wieder verschönern. Abreißen, die brauchen wir eh nicht. Eh nicht. So, ich würde sagen, 3 reicht. Weil sonst müssen wir so viel sprengen. Das kriegt man nicht hin. Das waren 2. Das kam ja gleich schon so klein vor. Also nochmal ein Gebäude abreißen. Das war jetzt nicht wirklich Gebäude, aber ich denke, so ein Kanal durch die Stadt wird komplett reichen. So, dann müssen wir hier halt aufpassen. Hier kommt eigentlich der Kanal. Kann man eh erst mit Dynamit was anfangen, also bis jetzt noch gar kein Problem, nur dann ist er schon mal geplant. So, dann brauchen wir schnucklige Behausung für Biber. Hier steht, ich habe 12 freie Betten. Das heißt, die können wir hier theoretisch alle abreißen. Werden sie uns ja nicht arg übel nehmen. Ja, vielleicht schon. So, sollen sie einfach bei anderen Familien einquartieren, solange bis ihre neue Bude gebaut ist. So, generell finde ich es natürlich hübsch, wenn man am Kanal wohnt. Würde ich irgendwann auch mal gerne. So, wie macht man das am besten? Hier mit Kanalblick. Dann braucht man hier natürlich noch diese Teile. Ja, das sieht jetzt nicht gut aus. Weg damit, weg damit, weg damit, damit wahrscheinlich auch. Und der Rest wird Garten oder so. Wohl, wenn der Rest Garten wird. Jetzt ist der Blick halt auch auf die Fässer. Das ist ein bisschen blöd, aber Immobilien sind schwer. So. Es muss hier nicht effizient sein, das muss nur irgendwie schön aussehen. Und ich finde, das tut's. Irgendwie zumindest. So, und da können wir meinetwegen Pflanzen reinmachen. Sieht hier jetzt auch nicht unbedingt so richtig gut aus mit dem Weg hier, aber jetzt könnte man den tatsächlich verlagern. Nach hier, dann einmal bitte die Abrissbirne nochmal. Oder welche Birne auch immer. So. Ja, jetzt wird ein halber Schuh draus.
Ich finde, die Häuser sind schon mal gut. Wegen Garten davor. Irgendwann werden die Fässer woanders stehen. Eventuell ist natürlich jetzt noch das Problem, dass ich hier alles noch weit tragen müssen. Aber irgendwas ist ja immer. So, 10 Tage noch Faulwasser. Das heißt, so lange kommen wir auf jeden Fall über die Runden. Karottensituation ist richtig gut. Situation, wie wir hier Sachen hinbauen, ist so mittel. Weil die 2 Häuser werden definitiv nicht reichen. Soll ja auch die Hauptstadt werden. Also müssen wir uns da schon was überlegen. Wäre auch die Frage, wollen wir aus optischen Gründen, da können wir ja eventuell dann auch die Wege dazu missbrauchen, Deichmauern zu machen, aber eigentlich braucht man keine Deichmauern innerhalb. Würde ich jetzt mal suggerieren. So, achso, Wege muss man natürlich draufsetzen. Sonst war das alles für die Katz. Hier haben wir eigentlich noch einen schönen Fleck. Wenn die denn Lagerfeuer so gern machen, können wir es hier hinsetzen. Dann nehmen wir das da oben auf jeden Fall mal weg. Ja, tut mir leid, eure Freizeit jetzt ein bisschen kaputt zu machen. Aber ihr müsst erstmal was Neues aufbauen, damit ihr euch entspannen könnt. Zumindest an noch einer anderen Position. So, wie viel freie Betten? 18, also die Häuser stehen ja. Dann weg mit den Häusern. Und der Wissenschaftstypi muss hier auch umgezogen werden. Also er muss nicht, aber er wird. Genauso wie der da oben. Und das Haus fand ich auch schon immer ja, ein bisschen deplatziert, aber hat damals eben sein müssen. Damals, vor ein paar Episoden halt. Also wir können hier natürlich noch eins hinmachen, aber da haben wir eh den Kanal. Wäre die Frage, ob wir Kanäle auch rechts davon brauchen. Also wenn wir sagen, hier das Hauptstadtbezirk ist, bekommen wir extra viel Wasser. Und dann machen wir da eben Wasserkanal, da einen Wasserkanal und danach orientiert sich alles. Wäre ich fast dafür. Weil davon kann man ja dann auch Abzweigungen machen, die dann nicht ganz so groß sind. Ja, ist halt ein bisschen Platzverschwendung gerade. Aber so im generellen Sinne finde ich das jetzt gar nicht so furchtbar. Können ja schauen, dass wir hier irgendwie... Nee, das lassen wir mal als Park oder als Platz vor dem Stadtzentrum... Hier kommt was hin, hier kommt was hin, dann wären hier die nächsten Häuser theoretisch denkbar. Oder ist das dämlich, was ich mache mit dem? Ah, das Schöne ist, ich kann es machen, wie ich es will. Und zur Not mache ich es wieder rückgängig. So, eine Dreifachhütte bitte. Ja, mach mal die mal vielleicht hinten hin. Wie viel passen hin? Ah, genau 3. Das ist hier eigentlich geschickt. Das ist hier eigentlich relativ geschickt. So. Und wie soll man das dann machen? Am besten so, dann haben sie ein bisschen Weg. Wie auch immer. Kann man ja später noch alles umentscheiden. Und generell würde ich sagen, da ist halt dann die Reihenhaussiedlung. Und hier sind die Luxusvillen. Irgendwo kommen dann noch die normal und Geringverdiener absteigen. Wie ich auch in einer sitze. Da fühle ich mich ganz wie zu Hause. Also zur Miete. Aber trotzdem. Irgendwie zu Hause. So, es bringt jetzt gar nichts mehr, dass ihr hier versucht ordentlich zu pumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Ja, könnte ich auch abreißen. Hier dann. Achso, hilft hier. Doch, es wird was helfen, aber dann muss das eh abgesprengt werden. Aber die sollten ja eh erstmal in die Nähe von den Fritzen da unten. Das heißt, was wir eventuell machen müssen, ist sie hier hin machen, dass sie wirklich da hinten ans Wasser kommen.
Das kostet dann aber viel... viel Fläche schon mal. Also das ist ja jetzt alles unter Wasser. Das wird dann entsprechend keinen Platz mehr für Wasser zulassen. Das heißt, Dürre wäre eventuell noch schlimmer. Macht man das erstmal nicht. Ja, ja, abreißen. So, ihr habt berechtigterweise Pause. Ich habe nur noch 14 Erwachsene, 3 Kontaminierte, dafür 6 Jungtiere. Na gut, irgendwas ist ja immer. Der Distrikt sollte pausiert sein. Na, eigentlich war der Plan ja auch, die Wasserpumpen dahin zu setzen, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist im Moment. Ja, wir sollten mal mit Hochdruck Dynamit erforschen. Können wir zumindest... Echt, ich hab's Lagerfeuer dahin gepackt, wo ich die... Na, ja, das war dämlich. Obwohl, ich kann das ja auf so Brückenelemente dann setzen. Und Wasser kommt da unten durch. Das wird natürlich gehen. Naja, bis wir Wasser hier reinleiten können, wird's noch dauern. Deswegen ist da nicht wirklich was verloren. Ich habe was von guten Wasserpumpen gehört. Was braucht es denn? 10 behandelte Bretter. Wie behandelt man denn Bretter? Holzwerkstatt. Mit Harz. Oh je. Da muss ich ja Harz machen. Zapferhütte. Papierfabrik. Wo ist denn meine Dynamitfabrik? Schmelzerei und Mine. Energie war es jetzt auch nicht unbedingt. Wissenschaft. Raffinerie. Roboter. Roboter. Sternwarte. Aha. Was macht die? Mehr Wissen über die Welt, in der sie leben. Ja. Kriegt man da mehr Forschung? Weil irgendwo sehe ich wirklich die Dynamitfabrik noch nicht. Erdbagger. Geländeblock. Den hätte ich auch ganz gern. Achso, ich habe gerade keine... Ah, Sprengstofffabrik. 400 kostet die. Braucht Stahl. Na gut. Dann geht's als nächstes an die Stahlerei. Wir brauchen ja mal ein bisschen Wissenschaftsgebäude. Ja. Gleich mit einem Abstand. Die sind auch nur temporär. Bin mir fast sicher. So. Das Haus würde ich ganz gern abreißen. Die anderen sind ja jetzt gebaut. So. Ihr müsst euch eben nach einer neuen Behausung umsehen. Ich weiß, manchmal bin ich sehr gemein, aber hilft ja alles nichts. Es sieht jetzt schon wieder halbwegs geordnet aus. So. Dann auch hier die nächsten Planungen können wir gleich machen. Da soll es auf jeden Fall hin. Da eins, da eins, da eins. Theoretisch da eins. Und dann müssen wir so eine Schleuse drauf machen. Gut, ein Deich wird eigentlich auch, ein Damm wird auch reichen. Aber ich habe gern mehr Kontrolle darüber. Obwohl das ist jetzt eine Einser-Schleuse, wird also auch nicht viel bringen. Ich steuere die so gerne. Besser haben als nicht haben. Dann müssen wir das natürlich noch zumachen. Ach, das wird alles. Mit der Zeit wird das alles. Ist ja gerade hier eh wenig los. Dann müssen wir mal ein paar Jungtiere hinschicken. Jetzt haben wir auf jeden Fall... So, da reicht es eigentlich kurz, wenn einer arbeitet. Hier können 3 arbeiten. Oh, das läuft auch gut. Die sind beschäftigt. Ich darf nicht vergessen, dass hier Wasser hin soll. Werde ich wahrscheinlich zwischendrin vergessen. Ich habe es ja hier schon mal vergessen. Ist egal. Forschung stabil. Wo macht man dann am besten die Fabriken hin? Ich würde fast sagen, hier. Können sie auch da drüben hinsetzen.
Ist ja nicht viel. Wir brauchen ja Bretterfabrikstapel, sind dann hier. Ist halt ein bisschen weit vom Distriktzentrum entfernt, aber zum Lager haben sie es eigentlich nicht so weit. Ja, und wenn man das hier irgendwie geschickt machen... Wunderbar, Faulwasser ist hier jetzt endlich auch raus. Schön ausgetrocknet, weil nichts mehr nachkam. Das wird geleert. Sollte eigentlich da reingekippt werden. Ja, was ich jetzt noch sehe, ist, dass die Kante hier vielleicht zumindest sinnvoll wäre. Ja, wollte ich eigentlich nicht so machen, aber... Was soll's. So, da kommen sie ja gerade eh nicht hin. Müssen wir denen erst wieder Treppen bauen. Dass man das praktisch als Ecke aufschütten. Dann müssen wir aber hier was wegnehmen. Ja. Schauen wir mal, wie weit sie da bauen können. Weil Wasser kommt hier immer noch durch. Es ist dann einfach nur temporär bisschen kacke. Na, was ist das nicht? So, ihr farmt schön. 7 Gebäude, die leer stehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Betten haben wir reichlich. Das ist doch auch schon mal was. So, dann für den Biberkomfort haben wir ja hier auch noch Dachterrasse geht auch. Die krieg ich aber so nicht mehr wirklich rauf. Das muss ich ein bisschen anders machen. Beziehungsweise da hätte ich dann den einen Einser und noch einen Einser gebraucht. Geht vielleicht. Da muss man nur schauen, wie man die Treppe machen, aber das kann man theoretisch auch von außen. Also wenn wir da einen raufbauen. Hier dann... Oh, ist es... Nee, ist nicht auf derselben Höhe. Aber ich mache keine Bretter nach. Das ist gerade... Müssen wir uns zuerst darum kümmern. Ja, das wird dann klappen. Dann kommen wir eben von hier außen, können sie dann da hoch. Oder wir machen hier außen jeweils noch eine Treppe, die ganz hoch führt. Dann haben wir auch mal die Dachterrassen. So, mehr Wohlbefinden, Krankenbett, Dusche wäre natürlich auch ganz schön. Ja, theoretisch können sie dann, sobald Wasser ist, hier duschen. Wird das einfach mal kurz wirklich so gelegen. Ich weiß, hier soll Wasser rein, aber... Braucht Bretter und ein bisschen Rohholz, das geht. Dann pumpen sie halt erstmal weiter hier rüber. Ist jetzt auch kein großes Hindernis. Gleich hört die Faulwasserflut auf. Und das freut mich natürlich. Ja, und dann kommt da Wasser nach. Und hier müssen wir unbedingt noch rüberbauen. Besten ein Pfad von... Ist mir eigentlich egal von was. Wir müssen ja nur hier rüber. Ah, vom Lager wäre es geschickt. Dann gehen wir doch... Ups, hier rüber. Und die einzelnen hier. So. Und ich würde sagen, dann können wir hier ein bisschen... Sägewerke und sowas aufbauen. Mit Wasserkraft wird's, obwohl, das fließt ja hier eigentlich konstant, können ja Faulwasser Wasserkraft nehmen. Ist uns ja egal. In dem Fall. Ich würde sagen, ist uns egal in dem Fall. So, hier bauen sie nicht mal weiter. Das ist, im Moment nicht mehr weiter. Das ist gar nicht so schlicht. So, dann mal Schluss mit dem Faulwasser. Sieht gut aus. Und frisches blaues Nass. Hier damit.
Dann können wir die Typen eigentlich sofort wieder einstellen. Ah, sie trocknet aus, so wie er es machen soll. Jo, bitte Wasser schleppen. Ah, nicht durch Pfade verbunden. Ups. Wie gesagt, das passiert im Besten. So. Oh, da können sie schön duschen. Sieht eigentlich gar nicht so schlicht aus hier. Müssen sie entsprechend später trotzdem woanders platzieren. So, wie viel arbeitswillige Biber habe ich denn? Keine. Na, schlecht. Die 7 Jungtiere müssen dann aber auch mal heranwachsen. Sonst wird das ja alles nichts. Weil ich würde den Distrikt hier schon eigentlich gern wieder bevölkern. Das hat ganz gut funktioniert, außer in dem Moment, wo es dann kurz nicht gut funktioniert hatte. Wie viel arbeiten hier nur einer? Das ist zu wenig dafür. Sobald die Karotten zu sehr sinken, müssen wir da eben wieder nachhalten. Forschung wird gemacht. Pause anscheinend auch. Wasser gefällt mir noch nicht, dass das nicht wirklich gefüllt wird. Ihr arbeitet doch alle. Also jetzt bei Nacht vielleicht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber sobald die 7 herangewachsen sind, dann geht sofort los. Habe ich große Pläne. Glaube ich zumindest. Ich habe zumindest keine kleinen Pläne. Glaubt, die sind einfach alle beschäftigt. Kann das sein? Können wir dich noch irgendwie entbehren? Forschung ist gerade nicht so wichtig, wenn man hier einfach was bauen könnte. Vor allem braucht es so viele Bretter, dass ich mir nicht sicher bin. Das sind schon mal 16 plus 12, 28. Reicht nicht. Wir haben ja auch nur 26, obwohl hier einiges rumliegen könnte. Zumindest Rohholz liegt da. Weiß nicht, ob da noch Bretter liegen. So, auch hier würde ich sagen, den können wir anhalten. Oh, jetzt sind 3 arbeitswillig. Das finde ich aber schön. Dann einmal Forschung. Solang's... Oh, schon wieder Faulwasserflut. Kriegt ihr das jetzt noch hin? Ah. Die Bretter, die ich habe, liegen alle hier drin. Ja gut, dann machen wir eine Produktion hier. Als erstes einmal ein Sägewerk. So, wie am geschicktesten. Wir brauchen ja Energie dafür. Windmühle braucht schon mal 20 Bretter, das ist schlecht für uns. Wasserrad braucht 50 Holz. Wäre aber am besten, wenn das auch ein bisschen in der Strömung wäre, damit sich es eben gescheit dreht. Nein, das funktioniert halt nur im Wasser. Meine Idee wäre, dass wir das irgendwie hinten hin machen können. Ja, zu weit vom Distrikt entfernt. Dann hilft gerade nichts. Machen wir nochmal die manuelle Lösung. Weil ansonsten wüsste ich auch nicht. Ah, schade, dass das nicht reicht. Ich weiß, ich könnte es auch von drüben kurz importieren. Na, das wird dann auch nicht reichen. Wir müssen es auf jeden Fall... Hat die zu früh abgerissen, die Bretter. Naja. Es passiert öfter. So, dann einmal bitte Weg. Und ist richtig platziert, oder? Dann braucht man einmal nur so einen Holzstab zum Antreiben. Oh. Wird an geeigneter Stelle hier platziert werden.
bin ich mir fast sicher. So, 2,3 Tage bis zur Faulwasserflut. Wir haben hier 4 Arbeiter, die wir hier rüber schicken können. Arbeiter 0 von 2, Bevölkerung verwalten. Wie ging das hier? 4 Stück. Dann können die sich hier auch schön vermehren. Da haben wir 2 Farmarbeiter. Das Trick braucht man im Moment nicht. Der ist ganz wichtig. Farmarbeiten 2. Werden sich ja irgendwann bestimmt vermehren. Vor allem, wenn man so ein schönes Haus hat. So, das wird gepflanzt. Da bin ich auch sehr zufrieden. 1400 Wasser. Ja, nächste Faulwasserflut nähert sich ja. Wir können theoretisch noch sagen, der soll anhalten. Und der soll kurz anhalten. Gut, dann haben wir immer noch nicht genügend Arbeiter für alles. Ups. Immer noch nicht gegoogelt, was das hier bringt. Wie viele Arbeiter in so einem Distriktzentrum sind. So, und das hat hohe Priorität. Und das? Weil das funktioniert nur gemeinsam. 6 Jungtiere haben wir schon wieder. Und 2 davon hier. Das ist ja fantastisch. Schön Wasserpumpen, Jungs. Und diesmal macht man das bisschen besser mit der Faulwasser-Ding. Letztes Mal war es ein bisschen zu knapp. Ich habe jetzt ein Auge da drauf. So, das gedeiht alles. Das gedeiht auch alles. 1,7k Karotten. Das heißt, das ist auch wunderbar im Kommen. Also, da haben wir gerade keine Sorgen, was die Nahrung angeht. Auch wenn jetzt 30 Tage Faulwasser kommen. Es wird dann eher am Wasser scheitern. Obwohl wir echt viel gelagert haben. Das eine Fass wäre natürlich noch klasse. Ausliefern. Sag mal auch mal akzeptieren, weil ich habe das Gefühl, das fühlt sich eher. Und jetzt werde ich es garantiert nicht abreißen. So, 0,1 Tage bis... Ne? Schönes Wasser noch, so 0 Tage. Jetzt. Aha. Wieder mal rechtzeitig. Mehr oder weniger rechtzeitig. Rechtzeitig genug auf jeden Fall. So, euch geht's hier hoffentlich gut. Ihr habt jede Menge Rohholz, könnt auch ordentlich was bauen. Farm ist versorgt, das ist gut. Karotten habt ihr mehr als genug. Das braucht man erstmal nicht mehr. Sobald hier der Arbeitsplatz besetzt wird, ist das auch nicht schlecht. Bretter und Rohholz. Ja. Und wie gesagt, 2 Jungtiere. Finde ich gut. Und hier haben wir jetzt 2 Arbeitskräfte, die noch verteilt werden wollen. Das heißt, wir können entweder einen Holzfäller beschäftigen, Forschung an, sag mal Forschung, und einen schickt man hier rüber. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch inzwischen ganz gut aus. Und Bretter werden wieder hergestellt. Zwar nicht allzu viele, aber es wird sich demnächst auch ändern. So, die bauen da unten das schön aus. Genauso soll das sein. Die einzige Frage ist, ob das hier auf dem falschen Layer ist und ob wir da noch einen Deich hineinsetzen müssen. Das kann passieren. Oder 2 Stück, dass nichts durch die Kanten kommt. Ich glaube... Ich weiß es. Doch, müsste passen. Wir lassen es trotzdem mal da. Erreichen sie ja eh nicht.
So, das sieht aber hier gut aus. Macht schon jemand Holz? Nö. Zwei für die Farm. Da reicht gerade einer für die Farm. Ist ja eh nur im Wachstum. Keine Ahnung, was der andere da tun muss. Wasser wurde gepumpt. Das ist schön. Oh, nur 11 Tage geht die Faulwasserflut. Das, also ab jetzt noch. Ging ja schon jetzt 1-2 Tage. Und trotzdem nicht schlecht. Und das da hinten stirbt ja ab wegen Faulwasser. Ah, bei der Dürre haben wir nicht so das Problem, beim Faulwasser schon. Aber wir sind gut gerüstet. Hier haben wir ja zumindest vernünftiges Wasser. Hey, die haben das fertig gebaut. Sieh einer an. Sind schon schlaue Kreaturen, die kleinen Pilzviecher. Und ich würde sagen, denen geht's doch im Moment ganz gut. Hier haben wir 7 Jungtiere. Jetzt haben wir nur noch 6, weil einer erwachsen geworden ist. Dem sagt man dann, was der sucht, Arbeit. Muss nicht unbedingt Feldarbeit sein. Die kommen noch an Wasser, ja, gerade so. Forschung. Einer darf noch forschen, das wird dringend benötigt. Und ich glaube, hier haben wir auch so langsam den Bogen raus. Mit der Kolonie. So. Die müssen wir aber entsprechend neu platzieren. Wahrscheinlich wirklich da oben hin. Schauen wir mal, was das kostet. Wasser, Wasser, Wasser. Große Wasserpumpe passt hier nicht hin. Wäre aber perfekt. Braucht aber auch behandeltes Holz. Also können wir es erstmal vergessen. Die hängt richtig. Einmal so ein Ding. Einmal so ein Ding. Einmal so ein Ding. Und ja. Geht ja nicht anders. Können wir auch noch eine zweite daneben machen. Wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen, dass man mal eine zweite braucht. Ja, sollen sie erstmal das hier bauen. Bretter haben wir noch, Holz haben wir nicht. Warum? Ihr baut doch hier fleißig ab. Dann theoretisch könnten wir hier auch jetzt so langsam einen Förster. Ach, dafür haben wir hier keine Arbeitskräfte im Moment. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, 6 Jungtiere, die darauf warten, sinnvolle Dinge erledigen zu können. Beziehungsweise, die müssen ja noch erwachsen werden, bevor ich sie sinnvoll einsetzen kann. Schade eigentlich. Bisschen Kinderbiberarbeit wäre doch auch nicht schlecht. So, 2 brauchen Arbeit, hier aber nicht. Dann sind die hier erwachsen geworden. Das ist ja fantastisch. Was machen die dann? Mehr Holz fällen. Was wir noch brauchen, oder was ich anbieten würde, wäre natürlich, dass wir hier einen Weg rüber hätten. Vielleicht direkt hier von der, nennen wir es mal, Hauptstraße. So, da eins, da eins, da eins. Hier sogar ein Dreier. Ich mag meine Dreier. So, und da muss natürlich dann auch ein Ding hin. Das können wir aber erst zum Schluss machen. Okay. Und hier wird dann ein Wasserweg geführt. Das ist auch in Ordnung. So. Gute 7 Tage noch. Boah, die sind gerade nicht mehr im Wasser drin. Dementsprechend die teile ich ja auch nicht. Hier haben wir 5 Arbeitskräfte. Dann dürfen die gerne wieder Holz machen.
Oh, das sieht doch gut aus. Und 3 arbeitswillige Biber verbleiben. Schauen wir mal, ob wir vielleicht hier doch ein Sägewerk hinbekommen. Unterholz. Papierfabrik braucht man eventuell dann auch. Ist halt hier immer die Frage, wie macht man es mit der Energie? Generell hätte ich gesagt, so ein Wasserrad hier. Zu weit vom Distrikt entfernt. Warum denn das? Vielleicht, weil kein Weg da ist. Find dunkelorange geht doch noch. Da brauche ich keinen Biber so anstellen. Ja, muss ja hier natürlich dann auch gebaut werden. Wir können es auch hier bauen. Glaube ich. Kann ich das nicht drehen? Drück doch eher. Ups, da soll es nicht hin. Wird halt sagen, das wird auch zur Fließrichtung passen. Ah, hier haben wir dann auch noch Wasser von oben. Vielleicht besser, das hier zu machen. So. Das passt. Und dann, wenn sie Probleme... Ah, das können sie direkt bauen. Wunderbar. Da braucht man aber noch so ein hochwertiges... Nee, keine T-Schnittstelle. Hier, das nach oben. Kostet 80. Genau das. Ich würde sagen, das läuft. Beim Faulwasser gar kein Problem. Wir haben ja konstant ein bisschen Strömung, weil es entsprechend auch abfließt. Deswegen guter Platz dafür, außer bei Dürre. Ja, es kann nicht nur Dürren geben. 6 Arbeitskräfte hier, wirklich? In dem Distrikt? Nee, nur 4. Hier haben wir 2, das heißt, einer kommt wieder auf die Farm. Holz macht auch einer. Ach, das könnt ihr nicht bauen, weil da unten wahrscheinlich kein Platz zum Stehen ist. Dann machen wir mal so einen Teil da noch hin. Bretter haben wir noch 16 Stück, das könnte reichen. Müssten wir aber auch wieder liefern. So, ein Arbeitsplatz haben wir, 2 Arbeitsplätze haben wir. Was machen wir denn mit euch? Rumförstern, hätte ich jetzt mal gesagt. Nicht Sägewerk, wo ist denn hier? Da, Förster. Braucht auch 7 Bretter. So, theoretisch ist das noch im Distrikt. Das ist auch im Distrikt. Wenn wir den Weg darüber machen, bietet sich's doch an, das vielleicht hier zu machen. Beziehungsweise so. Im Moment noch pausieren. Weg wird hier drüber gelegt. So stelle ich mir das dann vor. Und dann muss hier eben noch ein Deich hin und dann entsprechend eine Treppe. Irgendwie zumindest. Insgesamt 7 Arbeitslose. Mensch, Mensch, Mensch. Dann darf die Farm wieder von 3 bewirtschaftet werden. So geht man das Problem der Arbeitslosigkeit an. So, Wasserkraft ist fabelhaft. Nachfrage im Netzwerk 33. Energieleistung 33 PS. Jetzt noch nicht besonders viel. Was braucht so ein Sägewerk an Leistung? Nee, Sägewerk. 50 PS. Das ist tatsächlich noch ein bisschen wenig. Kann man ein zweites Wasserrad hinsetzen?
Ja, ich weiß, zu weit vom Distrikt entfernt. Das lässt sich aber durch eine Erfindung, die man Wege nennt, lösen. Mach mal die mal so hin, dann können wir tatsächlich mit der Energie auch was anfangen. Noch ein Wasserrad. Immer noch zu weit vom Distrikt weg. Und was ist, wenn ich den hier mache? Nö. Immer noch nicht. Schade. Und was ist, wenn ich ganz wild bin mit der Verkabelung hier? Mit der Befahrung? Immer noch nicht, okay. Theoretisch haben wir hier auch immer einen Fluss. Ja. Jetzt ist alles voll mit Wegen zugekleistert, so kann das ja nichts werden. Das ist echt nicht genügend Energieleistung. Ich dachte, die wären stärker. Wir haben hier noch eine Windmühle. Wir haben eine große Windmühle, die kostet aber auch so viel. Also, Sägewerk wird sich lohnen, wahrscheinlich zwei zu haben. Wie das mit der genauen Energiezufuhr geht, muss man kurz noch rausfinden. Ah, der eine müsste auch noch einen Tick weiter nach hinten, damit es problemfrei klappt. Ah. Müssen wir noch ein Ding aufschütten? Ja, bitte dahin. Und dann hoffen, dass das klappt. Beziehungsweise können wir auch hier einfach die Ecke richtig machen. Ach, was soll's. So wird ein Eck draus. Ich weiß, sieht ein bisschen patchworky aus. Mit den ganzen Deichelementen. Hey, die sind ja unterschiedlich. Kann ich das selber bestimmen? Ah, ich kann bestimmen, in welche Richtung das Muster verläuft. Schade, dass ich das jetzt gesehen habe. Da muss ich alles überprüfen, ob das irgendwie passt. Ach, das wird schon. Einfach nicht genau hinsehen. Sonst tick ich da ein bisschen komisch. So, ihr habt es immer noch nicht gebaut. Woran mangelt es denn euch? Brettern höchstwahrscheinlich. Dann machen wir doch einfach hier wieder die Dinger an und wir importieren auf jeden Fall doch Bretter. Nicht behandelte. Normale. Nur mal ein paar, um auszuprobieren, ob wir das tatsächlich hier bauen können. Weil die sind jetzt irgendwie ausgegangen, warum auch immer. Gleich, weil ich zu viele davon gebraucht habe. So. Schätze, alles bis auf das eine kriegen sie eventuell gebaut. Theoretisch könnte man hier noch vervollständigen, aber eins nach dem anderen. Irgendwofür braucht man ja auch die Landaufschüttung. So, hier habe ich eine willige Arbeitskraft. Da brauche ich aber mehr. Die müssen ja gleich wieder Wasser pumpen, wie die Blöden. Und das geht hier echt ein. Oh, das ist schade. Also die Farm ist bei Faulwasser echt nicht gut zu gebrauchen. Aber trotzdem sagen, gerade mangelt's nicht an Karotten. Bretter kommen wieder an, das ist ja fantastisch. Das Verteilungssystem funktioniert ja. Gut, sobald das jetzt gebaut ist, das hier, müssen wir eigentlich nur noch hier zumachen und dann funktioniert. Ich kann das schon mal abbauen, auch wenn es gerade nicht so klug ist, das zu machen, mache ich es trotzdem. Jetzt ist gebaut. Jetzt kommt hier die Treppe weg. Jetzt kommt hier der Pfad noch weg. Wir haben genügend Holz, oder Jungs? Deich. Na, zur Not können wir das ja importieren.
So, das kann man natürlich noch. Doch, das würden sie sich. Das bekommen sie hin, oder? Pausier mal die oberen, damit sie den unteren Layer da ohne viel rumzumeckern hinbekommen. Und dann hätte ich noch gesagt, die Pfade müssen auch weichen. Ja, sonst bringt das ja alles irgendwie nichts, wenn das Wasser dann nur hier reinläuft. Nochmal Deiche. So. Und dann wäre es gescheit. Ich weiß, ich habe das jetzt alles ein bisschen zu dicht gebaut. Das muss hier erstmal aufgetrennt werden. Und dann braucht man eine Treppe. Ganz einfach. So. Ihr weiß, das ist jetzt dämlich, vor allem, dass man hier nicht durchkommt. Dann macht man das doch noch ein bisschen dämlicher. So. Wird mit der Zeit, positionieren wir das nochmal um. So, wie viel Holz haben wir hier? 96, das wird knapp. Es könnte reichen. Vor allem, na, so viel kommen nicht nach. Da kann man ja ohne Probleme importieren. Oder wir sagen, er soll auch gefälligst die hier abbauen. Sind die eigentlich schon markiert? Nö. Warum nicht? Sind doch schöne Bäume. So, und die anderen... Ach, was soll's. Hier damit. Ja. Jetzt ist so alles Baumartige da ausgewählt. Gleich beginnt's mit dem normalen Wasser. Dann müssen wir das hier öffnen. Sonst schwemmen wir uns selber über. Ja, Faulwasserflut beendet. Warten bis hier das Faulige mal aus dem System raus ist. Ab und zu sieht man da echt ganz leicht noch ein bisschen was Rotes. Also jetzt sieht's frei aus. Das heißt, volle Pulle. So, der kann entsprechend noch nicht pumpen, weil es nicht gestaut genug ist. Oh oh. Das zieht sich bestimmt gleich wieder zurück. Das ist nur nicht gewohnt, dass so viel Wasser nachkommt. Oder staue ich eine Ebene? Also ich muss kurz den Wasserfluss wieder zumachen. Weil wenn das hier überflutet ist, wollen sie nicht mehr arbeiten. Das hat jetzt wirklich hohe Priorität, dass sie das hier noch gescheit zubekommen. So, unten haben sie meiner Meinung nach schon alles fertig gebaut. Und dann sag mal, allerhöchste Eisenbahn. Wo ist die Eisenbahn? Da ist die Eisenbahn. So, und wenn das steht, sollte alles passen. Du hast keinen Weg mehr. Ach, scheiße, wegen der Treppe. Dann macht man das anders. Treppe kommt hier weg. Deich ist sehr wichtig, dann mach mal hier doch so ein Teil ran. Dann können wir da unten nämlich den Weg behalten. Und dann... Ich weiß, ist jetzt dämlich. Den nehmen wir hier auf jeden Fall mal weg. Dann kommt die Treppe halt so ran. Mir gefällt das jetzt nicht, dass wir hier noch nicht ganz fertig sind. Vor allem hier brauchen wir mal wieder ein bisschen Nachschub. Ah, die kriegen das hin. Ich glaube an meine Biber. 100 Holz haben wir auf Vorrat. Was will man eigentlich mehr? Dass er das vielleicht noch hinbekommt zu bauen. Das wäre auch nicht das Verkehrteste. Nicht, dass das Fass das jetzt komplett verdeckt. So, bisschen Wasser lasse ich nach. Nee, anscheinend nicht. Probier mal's. Ist jetzt ein bisschen weniger geöffnet. Aber steigt ja bis dahin. Ich sehe das Problem. Ich sehe Problem. Komm schon, Jungs.
Das eilt ein bisschen. Gleich steht wahrscheinlich wieder Dürre oder Faulwasser an. Bis dahin sollte man den Rest mal wieder bisschen befeuchtet haben. Ach, die bauen es gerade. Okay, dann hat das hier weniger hohe Priorität als die anderen beiden. Zwei Arbeitskräfte sollte ich hier anscheinend haben. So, richtig hohe Priorität. Und wenn sie das andere gebaut haben, ist mir eigentlich erstmal alles Wumpe. Dann können wir einen Wasserfluss... Ja! Komm schon. Baut! Baut um euer Leben! Als wird eure Wasserversorgung davon abhängen. Tut sie ja auch. So, das letzte Stück noch bauen. 4, 6 von 12. Macht hin, Leute. Macht hin! Ich würde gerne alles wieder fluten. Okay, am nächsten Tag haben wir es dann. Und dann steht bestimmt gleich was an. Dann müssen wir uns aber wirklich beeilen, dass wir hier Nachschub kriegen. Wir haben nur noch 900 Wasser auf Vorrat. Das sah gerade ganz anders aus. Da hat man 1400. Komm schon. Aha. Jetzt sehen wir uns nochmal an, ob das System funktioniert. Oder ob's... Hey, die haben sogar die Teile gebaut. Wie haben sie das geschafft? Wie sind sie da hingekommen? Hier rüber dann. Guckt euch das an. So sollte das sein. Ach, ist das nicht schön. Das können wir dann sogar ein bisschen höher stauen. Aber dann tritt's ja wieder über... Ah, shit, ich hätte das höhere Tor, glaub, gebraucht. Ne, 0,5 sieht eigentlich gerade ganz okay aus. Jungs? Wasser muss auch abfließen. Sag nicht, dass jetzt nicht genügend abfließt. Okay, da müssen wir nochmal nachoptimieren. Aber normalerweise, vor allem wenn das hier läuft, dann soll es ja auch laufen. 30 PS. Okay, das ist an einer schlechten Stelle, das Wasserrad. Aber zumindest kostenlose Energie, wenn Wasser läuft. Hier hätte es wahrscheinlich viel mehr Sinn gemacht bei der Strömung. Ist egal. Solche Fehler passieren nun mal. Mir relativ häufig. So, dann wollen wir hier mal förstern. Und dann, was pflanzt man hier für Bäume? Die guten wahrscheinlich. Wir können natürlich hier auch mal Ahorn, dann gibt es noch Ahornsirup. Aber wir brauchen ja auch hier erstmal ein bisschen Holznachschub. Den Weg legen wir mal so durch. Und dann schauen wir erstmal, was geht. Hübsch machen können wir später immer noch. Jetzt geht es erstmal um Funktion. Und Funktion. Irgendwie so. Das sieht doch nach einem schönen Eichenwald aus. Hier, da machen wir die Ressource natürlich wieder weg. Dann kann hier ein Holzfäller arbeiten. Da ein Förster, dann wird das auch passen. Und die müssen unbedingt wieder nur noch 500 Wasser. Also die müssen jetzt ein bisschen Überstunden machen. Am besten machen wir hier eine große Wasserpumpe hin. Können wir uns wahrscheinlich noch nicht leisten. Nö. Warum auch? Theoretisch können wir kurz da eine hinbauen. Sind die Wege nicht so lang. Und da... Ja, so temporäre Bauten, die man später bestimmt wieder abreißt. Nee, so wie die da stehen, werde ich die garantiert abreißen. So, Jungs. Wasser schleppen bis zum geht nicht mehr. Das hat hier auch erhöhte Priorität. 2,7 Tage bis Dürre, das wird ausreichen, um die Speicher...
genügend zu füllen. Wie jetzt meine laienhafte Behauptung. Und hier müssten wir eigentlich staunen können. Was passiert, wenn man bis einstauen? Sollte meiner Meinung nach übertreten. Na, aber nicht vorne. Ja, ja, ein bisschen geflutet hat noch nie jemanden geschadet. So, das ist 0,5, wird bestimmt gleich wieder ablaufen. Irgendwann. Jetzt. Aha. Das heißt, wir haben jetzt nur einen halben Block gewonnen. Ich wollte aber einen gewinnen. So gut wie einen. Naja. Besser haben als nicht haben. Können wir eigentlich das auch gleich bauen lassen. Und dann schauen wir mal, wie lang das hier dann feucht genug ist. Damit die Bäume da nicht drauf gehen. Hm. Alles so interessante Fragen. So, wie viele Arbeiter haben wir hier? Null. Okay. Und hier haben wir 13. Warum so viele? Ach, ich habe so viele Häuser. Ja, kein Wunder, kann ich die nicht alle ernähren. Ja gut, ist jetzt so. Null freie Betten. Dann können wir den Distrikt aber mal voll machen. Dann kann man auch sagen, hier sollen 4 Leute arbeiten. Da sollen 2 Leute arbeiten. Irgendwann, wenn es mal reinpasst. So, also Arbeitskräfte ist jetzt nicht mehr das Problem. Essen theoretisch auch nicht. Wasser. Wasser eventuell, wenn sie nicht schnell genug pumpen. Selbst das scheint okay zu sein. Boah, die Lager fühlen sich ja wie sonst was. So. Dann lasst mal überlegen, wie wir die hier am besten arbeiten lassen können. Beziehungsweise, ja gut, hier können wir theoretisch, der ist komplett mittellos, der kann nicht mehr arbeiten. Da kommen wir ja auch nicht rüber. Okay, da kann er nichts für. Das ist eben meine Planung, die da gerade nicht aufgeht. Wie viele Biber haben wir hier? 9. Und hier haben wir ein bisschen viele mit denen. 9 mal 5, ja 45, das passt. So viel Häuser, wie man baut, so viel Biber bekommt man auch. Und das macht es natürlich deutlich schneller, irgendwas zu bauen. Dürre hat begonnen. Muss ich da noch irgendwas schließen hier? Nö, eigentlich nicht. Es fließt nur nicht weiter. Aber ist dann ein bisschen länger angestaut. Das war ja die Idee dahinter. So, da können wir den ein Dinger auch noch zumachen. Obwohl, nee. Doch. Doch, passt. Obwohl, lass man den offen. Sieht dann komisch aus, wenn man eigentlich die gerade Deichwand haben und dann ein Aussetzer, das muss man hier nicht unbedingt machen. Dann würde ich sagen, lass ich die doch einfach mal Metall hier aufklauben, da wir eh schon die Arbeitskraft haben. Lager dafür ist da. Ja. Keine Arbeiter dafür. Ich glaube, hier braucht man tatsächlich auch noch ein Haus. Ein Haus wäre nicht schlecht. Ein Haus mehr. Müssen wir mal schauen. Ist hier ein instabiles Ökosystem? 24 Tage Dürre. Dann, Jungs, mal jetzt, solange Wasser da ist, ranklotzen. Lass ich die mal am Anfang jetzt 20 Stunden arbeiten.
Geht zwar ein bisschen auf die Zufriedenheit, aber was will man machen? So, wir haben einfach kein Lager für Rohholz mehr. Bisschen Planken machen wir. Müssen echt hier jetzt anfangen, das gescheit zu nutzen. Also Sägewerk einmal hier. Einmal hier. Wege braucht man in jedem Fall. Ah, und da hört schon mal auf, dass wir das nicht hochgeleitet bekommen. Ja. Ja, ja. Das brechen wir dann da ab. Das machen wir dann einfach irgendwie eins versetzt daneben. Vielleicht so. Und dann Pfade. Ganz Pfade, Pfade. Und dann können wir ein bisschen Energie noch planen. Können wir zum Beispiel auch so machen, dass das von oben dann nach unten führt. Dann können wir es nämlich geschickt oben eigentlich befestigen. Dachte ich zumindest. Oder muss das dann explizit auf Plattform erfolgen? Glaub, dann muss das so aussehen. Wenn die nicht... Ich dachte, die können einfach in der Luft hängen. Zumindest die Antriebswellen. Anscheinend ja nicht. So, dann müssen wir das irgendwie noch verbinden. Auch mit anderen Elementen. Schauen wir mal, ob die das überhaupt gebaut bekommen. So viele Bauarbeiter. So, Antriebswelle nochmal nach oben. Dann nochmal hier ein Fahrtelement, da Fahrtelemente. Also Plattform. Was? Ja, ja, da heißt natürlich wieder recht. Wieso ist der eine Typ hungrig? So, ihr braucht da noch gar nicht reinzugehen. Energie, Windmühle müssen wir natürlich auch irgendwie damit verbinden können. So, das sieht schon mal gut aus, wenn wir die hier hochleiten. Reicht nicht, oder? Oder weil die Windmühle nicht gebaut ist, weil ansonsten... Nee. Wohl Problem. Ah, die Kleinen gehen schon ran. Okay, dann müssen wir die ein bisschen weiter weg machen. Vielleicht auch ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob Höhe hier entscheidend ist oder irgendwas macht. Ausprobieren schadet nicht. So, dann machen wir hier noch Wege hin, damit wir es auch verteilen können. Es lohnt sich, so viel Biber zu haben. Wenn man denn sie alle versorgt bekommt. Das sieht gerade so mittelprächtig aus. Die zwei haben Schlafentzug. Dann sollen sie nur 18 Stunden mal arbeiten. Also ja, wir haben noch 22 Tage Dürre. Wir haben aber so viele scheiß Biber. Die saufen echt alles weg. Der arbeitet hoffentlich noch. Boah, ich weiß nicht, ob wir die Wasserkapazität für alle haben. Vor allem das Fass sollte mal gefüllt werden. Glaube, ich brauche generell Pumpen mehr. Naja, jetzt hilft's alles nix. Ist egal, ob das reicht, ob sie alle den Dursttod sterben, erfahren wir beim nächsten Mal. Ich denke, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächste Woche oder bis morgen, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Habt eine gute Zeit.